Am Anfang des politischen Aschermittwochs der Landes-CDU in Stuttgart-Fellbach stand eine Gedenkminute für die Opfer der Zugkatastrophe von Bad Aibling. Dann aber hielten bei der nach der Absage des politischen Aschermittwochs in Bayern bundesweit größten Veranstaltung CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf, der Parteivorsitzende Thomas Strobel und Angela Merkels Kanzleramtsminister Peter Altmaier Einzug. In einer mehrfach umjubelten Rede kündigte Wolf an, die CDU werde am 13. März die politische Führung des Landes wieder übernehmen. Er warnte dabei davor, dass, wie in der Flüchtlings- oder Schulpolitik, sich hinter dem Konterfei des beliebten grünen Ministerpräsidenten eine Mogelpackung grün-roter Gängeleien verberge. Deshalb immer aufpassen, ob das auch wirklich drin ist, was draufsteht. Wenn man so manche Äußerung des Ministerpräsidenten sich vor Augen führt in den letzten Wochen, dann kann ich nur sagen, Kretschmann ist ein Grüner, der schwarz redet, ohne rot zu werden. Wir wollen schwarz pur in diesem Land. Wir wollen CDU-Politik in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Die grün-rote Regierungsleistungen seien höchst mittelmäßig. Mit dabei waren auch zahlreiche CDU-Vertreter aus der Region Neckaralb. Die Reden endeten mit einer minutenlangen Standing Ovation.